Die Quantentheorie zeigt, dass das Leben unendlich ist, Ausrufezeichen. Hier auf der Erde, indem ihr einfach eure Gene so manipuliert, dass ihr immer wieder jünger werdet. Und das ist die Hölle, Digi. Weil ich glaube sowieso nicht, dass nach dem Tod das Leben vorbei ist. Dass Lebewesen dazu in der Lage sind, den Alterungsprozess einfach umzukehren, zeigt eine winzige Qualle. Brennt ein Wald ab, verschwinden die Bäume, die Büsche und die Tiere, die darin lebten, in der physischen Welt. Auf der Quantenebene dagegen bleibt der Wald als Information erhalten, dass nicht das Universum das Leben erschafft, sondern dass es das Leben ist, das das Universum erschafft. Boah, das ist jetzt deep. Deep, Freunde, aufpassen. In Wahrheit sind wir Menschen nicht nur Körper und Gehirne, sondern Bewusstsein, das eine materielle Form angenommen oder sich mit dieser verbunden hat. Fühl ich? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Die Quantentheorie zeigt, dass das Leben unendlich ist, Ausrufezeichen. Quantentheorie, Tinman, Alter, ich beschäftige mich gerne mit Quantenphysik und ich beschäftige mich auch gerne mit dem Leben, wie ihr wisst. Und deswegen glaube ich, dass es eine sehr interessante Dokumentation ist. Ja, ich laber nicht viel rum. Wir gehen direkt rein. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ich bin gespannt, was hier passiert. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, Peter geht los, Digi. Und los. Was wäre, wenn du nie sterben würdest? Ganz ehrlich, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie es denn wäre, ewig zu leben? Hier auf der Erde, indem ihr einfach eure Gene so manipuliert, dass ihr immer wieder jünger werdet. Und das ist die Hölle, Digi. Ich glaube nicht, dass das nice ist, für immer zu leben. Vor allen Dingen nicht hier auf der Erde. Weil ich glaube sowieso nicht, dass nach dem Tod das Leben vorbei ist. So. Also vielleicht das Leben, was wir hier denken, was nur Leben ist, und zwar das materielle Ding hier mit Körper und so. Aber ich glaube, dass wir eine Seele haben und ich glaube auch, dass es nach dem Tod weitergeht. Deswegen ist Sterben eine gute Sache. So. Ist eine gute Sache. Da geht's quasi weiter. Und für immer gefangen zu sein hier auf der Erde ist schon, I don't know, bro. Wenn ich gucke, in was für eine Richtung die Erde geht, schwierig. Ihr verlasst euren Körper und geht als reine Information weiter in eine andere Dimension. Dass Lebewesen dazu in der Lage sind, den Alterungsprozess einfach umzukehren, zeigt eine winzige Qualle, die genau dieses Kunststück aus irgendeinem Grund vollbringt. Dieses einfache Beispiel zeigt, was in der Natur alles. Die machen sich jünger, oder was? Möglich ist und das wir niemals nie sagen dürfen. Stellt euch vor, die Wissenschaft entschlüsselt den Trick oder kann euer Genom so programmieren, dass ihr die Alterslinie rauf und runter leben könnt. Oder aber ihr würdet einfach ewig weiterleben, ohne zu altern. Ihr werdet unsterblich und könntet in 1000 Jahren oder 10.000 Jahren immer noch auf dieser Erde sein. Voll anstrengend. Beweise in der Quantenphysik. Wissenschaftler haben in der Welt der kleinsten Teilchen jetzt möglicherweise den Schlüssel für ewiges Leben gefunden. Die Quantenmechanik fand zunächst heraus, dass Licht ein Grundbaustein der Materie ist und Lichtteilchen viel winziger sind als ein Atom. Quanten lassen sich wieder aufspalten in viele kleinere Teilchen und irgendwann bleiben als eigentliche Bausteine des Universums nur noch reine Information und Energie übrig. Fühl ich? Energie kann in einem absolut ausgeglichenen Zustand fluktuieren und physikalisch betrachtet damit verschwinden, doch die Information ist ewig. Auch eure Körper sind Materie, die schlussendlich aus verdichtetem Licht und Information besteht. Nach eurem Tod? Ja, also unser Körper besteht ja aus mehr leerem Raum als aus Materie. Und der leere Raum ist ja nicht leer, sondern da ist Information. Da ist Schwingung. Da ist etwas die ganze Zeit am Start. Bleibt eure Information folglich bestehen. Ja, so safe. Ich bin ja halt auch, ich glaube auch an sowas wie eine Akasha-Chronik, ne? Dass die Information von jedem gelebten Lebewesen nicht verschwindet, wenn das Lebewesen stirbt, sondern die Informationen bleiben vorhanden und man kann auch immer noch darauf zugreifen. Ich bin sogar der Meinung, dass du auf Informationen zugreifen kannst aus Steinzeit, Mittelalter, was auch immer so, weißt du? Australische Quantenphysiker drückten es so aus: Brennt ein Wald ab, verschwinden die Bäume, die Büsche und die Tiere, die darin lebten, in der physischen Welt. Auf der Quantenebene dagegen bleibt der Wald als Information erhalten. So. Und er könnte wieder rekonstruiert werden, wenn wir das nötige Wissen hätten, wie die. Das ist halt krass. Wieder rekonstruieren ist halt crazy. Rematerialisierung umsetzbar ist.
Der Wald könnte... Rematerialisierung. Tschüss. Zum Beispiel auch aus unserer Welt verschwinden und die Information wandert weiter, irgendwo anders in eine andere Dimension oder an einen anderen Ort im Universum und materialisiert dort dann mit Hilfe der Information in einen neuen Wald. Angelehnt an die Quantenmechanik gibt es noch eine weitere Theorie, die euch eine völlig neue Welt zeigt. Die Theorie des Biozentrismus. Sie wurde vom US-Wissenschaftler Robert Lanza entwickelt und besagt im Wesentlichen, dass nicht das Universum das Leben erschafft, sondern dass es das Leben ist, das das Universum erschafft. Boah, das ist jetzt deep. Deep, Freunde, aufpassen. Was wir in uns Bewusstsein nennen, war tatsächlich am Anfang von allem da. Und jetzt, fast 14 Milliarden Jahre später, kanalisiert sich das Bewusstsein durch uns Menschen. In Wahrheit sind wir Menschen nicht nur Körper und Gehirne, sondern Bewusstsein, das eine materielle Form angenommen oder sich mit dieser verbunden hat. Fühl ich? In Lanzas Modell sind unsere Gehirne und Körper mehr Modems. Und das, was wir als Beobachter oder ich wahrnehmen, ist reines Bewusstsein. Gehirn und Körper empfangen Signale von außen und übersetzen diese in Lebenserfahrungen und Materie. Wenn ihr schon mit der Quantentheorie vertraut seid, dann wisst ihr, dass Quanten als Welle und Teilchen erscheinen können. Die Welle ist das ungeformte Potenzial und das Teilchen wird durch Beobachtung zur Materie. Das Bewusstsein ist der Beobachter. Wenn das Teilchen wird zu... Warte. ...und übersetzen diese in Lebenserfahrungen und Materie. Wenn ihr schon mit der Quantentheorie vertraut seid, dann wisst ihr, dass Quanten als Welle und Teilchen erscheinen können. Ja. Die Welle ist das ungeformte Potenzial und das Teilchen wird durch Beobachtung zur Materie. Ja. Das Bewusstsein... Das ist ja das Krasse, dass das Bewusstsein einen Effekt darauf hat, wie sich das Teilchen verhält, ob das jetzt eine Welle ist oder ob es ein Teilchen ist. Der Beobachter. Wenn das Gehirn und der Körper sterben, wird nur das Modem zerstört. Die Signale bleiben aber und könnten möglicherweise umgeleitet oder in einen anderen Host recycelt werden. In Lanzas Bio... In einen anderen Host recycelt werden ist crazy. In unserer Realität ist das Leben das Signal und das setzt sich auch ohne Körper und Gehirn als Modem fort. Stark ausgedrückt aber, ne? Das Bewusstsein erschafft also durch uns das Universum und nicht das Universum das Bewusstsein oder uns Menschen. Lanzas Ideen wurden erstmals Ende der 2000er Jahre vorgestellt und wurden teils gefeiert und teils heftig angegriffen. Wie heißt der Lanza? Für einige bietet der Biozentrismus eine Brücke zwischen philosophischen Konzepten über Leben und Tod und der Physik. Für andere ist die Theorie immer noch viel zu vage. Und das ist Wissenschaft und Spiritualität miteinander kombiniert und so kommst du der Wahrheit näher. So und nicht anders. Wenig bis gar keinen Beweisen dafür, was Bewusstsein wirklich ist, zu unsicher. Unterstützer ziehen auch das Feinabstimmungsproblem heran, das zeigt, wie viele physische Bedingungen es für die Entstehung von Leben gibt. Wasser, Wärme, Sauerstoff, Kohlenstoffverbindungen und mehr müssen feinstens abgestimmt sein, dass Leben überhaupt entstehen kann. Das alles kann nicht auf Zufällen basieren, sondern scheint wie für uns oder von uns gemacht worden zu sein. Aber jetzt überlegt mal, jetzt mal einfach ganz kurz, lass uns doch mal einfach ein bisschen in die Materie reingehen. So, wenn du jetzt als Mensch, ne, du bist jetzt in dir, du bist ja in dir am Start, weißt du ja, ne? Ich weiß nicht, habt ihr nicht alle schon mal gemerkt, dass irgendwas in diesem Körper lebt, so? Dass da irgendwas ist, was alles beobachten kann, die Gedanken beobachten kann, deine inneren Funktionen beobachten, deinen Herzschlag beobachten kann, deine Atmung beobachten kann. Dass da irgendwas drin ist, was noch deeper ist als das, was wir denken, was wir eigentlich nur sind. Also der Körper, das Gesicht, die Augen, unser Name und diese ganze Scheiße. So. Das ist doch eigentlich ganz easy. Ich weiß nicht, wenn du das erste Mal machst, dann merkst du doch, okay krass, da ist irgendwas, was das alles wahrnehmen kann. Was ist das dann? Weil viele Menschen denken ja, ich bin nur mein Name, ich bin nur mein Körper, ich bin nur meine Gedanken und diese ganzen Sachen. All die Sachen, die ich jeden Tag benutze. Und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du anfängst zu merken, da ist irgendwas noch, was tiefer ist als das. Und dann merkst du, krass, vielleicht bin ich gar nicht das, was ich gedacht habe, was ich bin, vielleicht bin ich das Deepere. Weil das ist meiner Meinung nach dein wahres, dein Kern halt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer das denn alles erschaffen hat, bevor Menschen als Beobachter da waren. Haben möglicherweise auch Dinosaurier Materie durch Bewusstsein und ihre Präsenz auf dem Planeten erschaffen? Und wie war es mit den ersten Bakterien?
Erweitert. Das Ding ist halt, du brauchst ja keinen Mensch, um, also ich glaube, das Ursprungsbewusstsein braucht kein Mensch, um da zu sein, Digga, weißt du? Das war schon da, bevor ein Mensch da war oder bevor ein Tier da war oder bevor irgendwas überhaupt da war. So, das ist ja der Ursprung von allem. Und dann hat es das in die Realität umgesetzt quasi oder die Welt erschaffen und dann hat es Lebewesen dahin geschickt, um sich selbst zu erfahren. Mäßig. Von Lanzers Theorie gehen davon aus, dass das Bewusstsein omnipräsent ist. Es lebt in euch, in mir, in Pflanzen, Tieren, sogar selbst in materiell leblos erscheinenden Räumen des weiten Kosmos. Safe. Solche Ideen erinnern in spannender Weise an den Animismus vieler Naturreligionen, die der Meinung sind, dass alles, das existiert, eine Seele oder eben ein Bewusstsein besitzt. Das ist doch genau das. Die Naturreligion bzw. generell Religion versuchen doch das einfach nur zu erklären. Also die Wahrheit zu erklären. Und ich bin überzeugt davon, dass am Ende des Tages alle auf eine Sache zeigen. Und diese Sache kannst du nicht, da gibt es keine Unterschiede so mäßig für mich persönlich, weißt du? Es ist jeder nicht so. Muss das tun, was er amazing findet. Die versuchen vielleicht mit verschiedenen Worten oder mit verschiedenen Ansätzen die gleiche Sache zu beschreiben. Aber das wird sich da, also das verändert sich dadurch nicht. Weißt du, wir denken immer, ja, das ist deren Gott, das ist deren Gott und so. Aber meiner Meinung nach versuchen die alle das Gleiche zu beschreiben. So. Und die ein oder anderen wurden auch missbraucht von irgendwelchen Menschen, die dann versucht haben, das als Machtinstrument zu benutzen, um Kontrolle über Menschen zu haben und so. Aber im Ursprung gesehen glaube ich einfach, dass es immer die Menschen gab, die das realisiert haben, was er gerade erklärt hat, mit dem ultimativen Bewusstsein mit Gott und dann versucht haben, das so vielen Menschen wie möglich rüberzugeben und Fragen zu beantworten und haben versucht, die Leute auf die Quelle hinzuweisen. Lanzers Theorien und einige Quantenmodelle haben bewiesen, dass Bewusstsein über der Materie steht. Das führt unweigerlich zu einem sogenannten Leben nach dem Tod. Oder besser gesagt, der Tod ist in einer solchen Realität nicht möglich. Es gibt keinen Tod eigentlich. Wenn Leben eigentlich an Bewusstsein und nicht an Materie gebunden ist. Das ist crazy, das Thema ist so geil. Wir Körper und Gehirn weg, verflüchtigt sich das Bewusstsein als eine Art Energie in den Rest des Universums oder es bewegt. Das ist so spannend, finde ich. Das ist das wahre Thema eigentlich auch so. Das ist das, mit dem sich alle mal auseinandersetzen sollten, finde ich, auf der Erde. Überleg mal, wie die Welt aussehen würde, wenn die Menschen keine Angst mehr hätten vor dem Tod. Wir wären auch viel weniger kontrollierbar auch und so. Diese ganzen Mechanismen, die heutzutage greifen, die würden gar nicht mehr greifen, wenn wir das alle realisieren würden, so weißt du. Auf anderen Dimensionen und lebt dort weiter. Mitte des 20. Jahrhunderts erstellte der deutsche Physiker Burkhard Heim ein 12-Dimensionen-Modell der Realität, das übermaterielle Ebenen wie Bewusstsein und sogar die göttlichen Dimensionen mit einschloss. Erstaunlicherweise lösen sich viele der ungelösten mathematischen Formeln, wenn wir von 10 Dimensionen oder mehr ausgehen. In einer dieser Dimensionen könnte das Bewusstsein eine ganz normale Kraft sein, nur haben wir momentan nicht die Möglichkeiten, es zu erfassen oder zu messen. René Descartes im 17. Jahrhundert, dass Geist und Körper zwei grundsätzlich verschiedene Substanzen sind. Der Geist ist immateriell und denkend, während der Körper materiell und räumlich ausgedehnt ist. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit interagieren sie aber nach seiner Meinung in der Zirbeldrüse des Gehirns. Im Zuge der Aufklärung führte diese Ansicht zu einer Trennung von Geist und Körper. Erst in der Gegenwart finden auch Mediziner immer mehr Beweise, dass beide Einheiten eng miteinander verbunden sind und körperliche Krankheiten beispielsweise oft eine Ursache im Geist besitzen. Langsam kommen sie da wieder hin, ne? Das gehört halt zusammen. Du kannst es nicht voneinander trennen, so weißt du. Und langsam hoffe ich mal, dass die Wissenschaft wieder anfängt, auch Spiritualität mit einzubeziehen, so. Weißt du? Weil das ist eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen und nicht nur die materiellen Sachen und die geistigen Sachen einfach weglassen, so was übergeordnet passiert. Und ich glaube auch, dass wir auf einer höheren Ebene, also dass es mehrere Dimensionen gibt und es gibt auch eine Dimension, in der unser Geist agiert, die wir gar nicht richtig greifen können mit unserem Verstand und so, ne? Wo Dinge passieren, wo wir Verabredungen mit Leuten machen, Seelenverwandte treffen, was auch immer. Und dann treffen wir die im echten Leben und denken, ah krass, was für ein Zufall und so. Aber eigentlich war das schon ausgemacht auf einer ganz anderen Ebene, in einer anderen Dimension, so weißt du? Betrachten wir das Bewusstsein Materie. Jeder hat ein höheres Selbst. Jeder hat ein Higher Self, Bro. Was die ganze Zeit auch tut und Dinge macht.
Nur viele haben, weniger haben Zugang dazu. Materie formen kann oder auch ein bisschen verändert ausgedrückt, das Bewusstsein zu Materie verdichtet werden kann, so gibt es keine Trennung. Das Teilchen ist Welle und umgekehrt, der Körper ist Bewusstsein und umgekehrt. Der einzige Unterschied ist, dass der physische Körper in der dreidimensionalen Welt eine begrenzte Dauer der Existenz hat, weil er altert. Das Beispiel der ewigen Quallen zeigt aber, dass dieser Prozess keine Bedingung des Lebens ist. Vielmehr könnten alle Lebewesen, die altern, einfach einem Programm folgen. Und wer dies eines Tages umschreiben kann, hat den Schlüssel zum ewigen physischen Leben auf der Erde gefunden. Den will aber keiner. Den will keiner, der, niemand, der es verstanden hat, will diesen Schlüssel finden. Dieser Schlüssel, das ist nur für Leute, die so Ego besessen sind und die nicht verstanden haben, was eigentlich wirklich abgeht. Quantenunsterblichkeit. Lenzers Biozentrismus ist nicht die einzige Idee, die in diese Richtung zeigt. Das Modell der Quantenunsterblichkeit stützt sich auf das zentrale Konzept des Multiversums. Entwickelt aus Hugh Everetts Viele-Welten-Modell, postuliert die Quantenunsterblichkeit, dass jede Entscheidung, die wir treffen, ein Paralleluniversum ins Leben ruft. Stellt euch einen unendlichen Baum mit Ästen vor, wobei jeder Ast einen anderen Weg repräsentiert, den euer Leben hätte nehmen können. Jede Entscheidung, ob groß oder klein, fügt dem Baum einen neuen Ast hinzu. Während diese Universen nebeneinander existieren, kreuzen sie sich nie, aber sie sind alle das Ergebnis unserer Entscheidungen. Es ist, als ob ihr in einem unendlichen Labyrinth aus Spiegeln wärt, wobei jeder Spiegel eine andere Version von euch zeigt, basierend auf den Wegen, die ihr in eurem Leben gewählt habt. Im Laufe der Jahre haben Science-Fiction-Autoren das Potenzial dieser Idee in Romanen und Filmen umgesetzt und diese zeigen, dass scheinbar bedeutungslose Entscheidungen Abzweigungen in ein Paralleluniversum sein können. Daran glaube ich nicht, an diese Paralleluniversen, also dass gerade gleichzeitig noch ein paar wirklich reale Welten gibt, wo ich nochmal existiere, aber mit einer anderen, wo ich eine andere Entscheidung getroffen habe, mäßig, weißt du? Was das Multiversum für das Leben nach dem Tod bedeuten könnte, ist noch einmal ein anderes Thema. In der Quantenunsterblichkeit könnte es im Multiversum immer eine mögliche Verzweigung geben, durch die eine Person überlebt. Schlüsselstudien, wie das Doppelspaltexperiment, zeigten, dass alle Optionen immer möglich sind, bis sie beobachtet werden. Das Multiversum lässt Vorstellungen zu, wonach es sein kann, dass Bewusstsein nach dem Tod auf der Erde in anderen Welten weiterlebt. Möglicherweise existiert ihr sogar in Parallelwelten quasi, ne? Also ich glaube, es passiert, also es geht weiter in anderen Dimensionen, aber in Parallelwelten, also Multiversum, schwierig. Hier und jetzt in anderen Dimensionen, ohne es zu merken. Ist der Körper tot und eure Aufmerksamkeit zieht sich aus dieser Welt zurück, kann es sein, dass ihr euch eines anderen Daseins auf einer anderen Ebene bewusst werdet und merkt, dass ihr niemals wirklich lebendig oder tot gewesen seid. Alles ist nur eine Illusion in der dreidimensionalen Welt. Okay, das stimmt. Aber das ist ja nicht Multiversum, sondern das ist ja Dimensionstheorie quasi. Jetzt hier Schrödingers Katze. Diese Ansicht passt mit Schrödingers Katze zusammen. Solange du nicht den Karton öffnest, weißt du nicht, ob die Katze lebt oder tot ist. Modell der Quantentheorie, das eben besagt, dass die Katze tot und lebendig zur selben Zeit ist, bis jemand mit einer bestimmten Geisteshaltung eine Messung durchführt. In den östlichen Religionen wie dem Hinduismus ist das Multiversum schon lange bekannt und eine im Bewusstsein der Menschen gelebte Realität. Die Veden beschrieben verschiedene Ebenen der Materialität und der geistig-feinstofflichen Welt. Auf diesen Ebenen, die wie andere Universen im Multiversum gesehen werden können... Ja, okay, warte. Aber da bringt er jetzt die beiden Sachen zusammen, an die ich glaube und an die er gerade beschrieben hat. So, weil ich glaube, auf anderen Ebenen findet definitiv noch was statt. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber ich glaube nicht daran, dass es nochmal dass es quasi unendlich viele Erden gibt, so wie die Erde jetzt hier, Realität, so richtig echt, wo jetzt nochmal unendlich viele verschiedene Leons unterwegs sind, so. Und gerade auch Stream oder was auch immer machen, so, weißt du? Aufgrund, welche Entscheidung ich in der Vergangenheit getroffen habe. Aber ich glaube, dass auf einer höheren Ebene, in einer anderen Dimension, ist mein höheres Selbst, meine Seele oder wie du es nennen möchtest, auch am Agieren, hundertprozentig. Die Veden beschrieben verschiedene Ebenen der Materialität und der geistig-feinstofflichen Welt.
Auf diesen Ebenen, die wie andere Universen im Multiversum gesehen werden können, leben Wesenheiten, die sie als Götter kennen, Dämonen oder engelsgleiche Wesenheiten. Ja. Ja, das glaube ich auch. Das Carrington-Ereignis oder der Tag, an dem der Himmel in Feuer stand. Als der Sturm nachließ und der Himmel wieder zu seinem normalen Blau zurückkehrte, waren die Menschen beruhigt. Sie hatten erkannt, wie klein sie im Vergleich zum gewaltigen Universum waren und wie wunderbar und unberechenbar die Natur sein kann. Ein britischer Astronom namens Richard Carrington hatte kurz vor dem Ereignis einen koronalen Massenauswurf der Sonne beobachtet und dieses Ereignis völlig richtig mit dem gewaltigen geomagnetischen Sturm in Verbindung gebracht. Da die Kommunikation regional vollständig zusammengebrochen war, dauerte es allerdings eine Weile, bis alle Menschen wussten, was wirklich hinter dem Sturm steckte. In der Wissenschaft kennt man den geomagnetischen Sturm von 1859 heute als das Carrington-Ereignis und in der ganz normalen Bevölkerung wurden Geschichten über den Tag, an dem der Himmel in Flammen stand, von Generation zu Generation weitergegeben. Was war das, Sonnensturm oder was? Vom poetischen oder metaphysischen Standpunkt aus war das Farbenspiel ein lebendiges Zeugnis der Macht und Schönheit unserer Sonne. Bis heute erinnert uns der heftige Sonnensturm daran, dass wir trotz all unserer Technologie und unseres Wissens immer noch Kinder des Universums sind, staunend und ehrfürchtig vor den Wundern, die es zu bieten hat. Das Carrington-Ereignis ist bald 200 Jahre her. Keiner von uns hat einen vergleichbaren Sonnensturm erlebt, doch das könnte sich bald ändern. Nur eine Frage der Zeit. Der nächste Sonnensturm wird vernichtend. Sonnensturm-Recherche finde ich jetzt nicht so interessant. Digga, warte mal, was kommt da noch? Dieses Leben nach dem, also diese Philosophieansätze, die er da gebracht hat. Wann kommt der Sturm? Der Notfallplan für 20. Jetzt geht das in diese Sonnenrecherche rein, oder was, Digi? Ich wollte eigentlich bei diesen. Okay, Digga, das geht jetzt in diese Sonnensturm-Recherche voll rein, ja? Ich fand dieses Leben nach dem Tod-Thema und so fand ich viel interessanter. Welt der Quanten, ist unser Kosmos nur eine Illusion? Warte, hier geht's weiter. Sorry. Und uns zeigen, wo unsere bisherigen Fehler lagen. Welt der Quanten, ist unser Kosmos nur eine Illusion? Berühmte Quantenexperimente wie das Doppelspaltexperiment oder auch Schrödingers Katze bewiesen, dass unsere Realität in der Welt der kleinsten Teilchen, sagen wir mal, etwas schwammig wird. Es ist nämlich so, dass sich Quanten gemäß diesen Experimenten so lange nicht festlegen, was sie genau darstellen, bis sie gemessen oder beobachtet werden. Das ist unfassbar. Denk da mal drüber nach. Unfassbar, ich schwör's dir, das ist so crazy. Schwammig wird. Es ist nämlich so, dass sich Quanten gemäß diesen Experimenten so lange nicht festlegen, was sie genau darstellen, bis sie gemessen oder beobachtet werden. Das musst du dir mal überlegen, dass die verstecken irgendwas, weißt du? Das ist so, als ob die Teilchen oder diese Quanten ein Geheimnis haben, so. Und wenn da einer ist, der die misst, dann verhalten die sich anders, als wenn da keiner ist, der die nicht misst, so. Das musst du dir einfach mal reinziehen. Also das eröffnet so viele verschiedene Theorien. Das eröffnet, also dieses Doppelspaltexperiment, ne, was die da damals gemacht haben, wo die das rausgefunden haben, das ist so krass, da haben wir schon öfter drüber nachphilosophiert, so, was ist, wenn wir die Welt so sehen, wie wir sie sehen, nur so sehen, weil wir sie gerade sehen? Also nur, weil wir die Welt gerade beobachten, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Vielleicht sieht die Welt ganz anders aus, wenn keiner die beobachtet oder wenn, weißt du, was ich meine, Digga, das ist doch krass, Bro. Heftig. Welche Form sie dann annehmen, hängt auch davon ab, welche Erwartungshaltung ein Messender hat. Das ist ein Bro, what the fuck? Technisches Gerät wird hier immer neutral sein, doch es wird von einem Menschen mit Gedanken und Wünschen bedient, die wiederum Einflüsse auf die Ausformung der Quanten nehmen können. Im Doppelspaltexperiment Das ist so krass. Lichtteilchen diesen undefinierten gestreuten Zustand so lange bei, bis ein Messgerät auf den Lichtstrahl. Ich kann das nicht fassen, Digga. Das fasziniert mich so heftig. Gerichtet war, alleine durch diese Messung wurde aus der Streuung plötzlich ein Lichtstrahl. Im Alltag würde das bedeuten, dass unser Bewusstsein und unsere Beobachtung dazu beitragen, dass aus vorher undefinierten Lichtteilchen feste Strahlen werden.
Unser Bewusstsein ist mit Werten, Erwartungshaltungen, den Konditionierungen unseres Gehirns und auch Aspekten wie dem Vorstellungsvermögen und der Fantasie verbunden. Auf der Ebene der Quantenphysik hätten all diese Aspekte also einen direkten Einfluss auf die Ausformung der Materie und Ereignisse in unserer Welt. So, es könnte alles ganz anders sein, als wir denken. Quantenmechaniker beschreiben die Welt inzwischen als eine große Programmierung, die in gewisser Weise von uns Menschen mitgestaltet wird. Basis des Ganzen könnte ein holographisches Universum sein, das beweglicher und veränderlicher ist, als das die klassische Physik bisher angenommen hat. Das Hologramm, eine Welt der Möglichkeiten. Atome bestehen aus Quanten und Quanten sind im Grunde nichts anderes als Photonen bzw. Lichtteilchen. Ein Atom ist aus diesen Lichtteilchen zusammengesetzt. Mal bilden sie Elektronen, mal Neutronen oder auch Protonen, die jeweils bestimmte Eigenschaften aufweisen. Der Tanz dieser Teilchen formt Atome, schließlich Moleküle und dann Materie. Gemäß der Quantentheorie ist es ein bewiesener Umstand, dass ein Atom sich so lange im Raum streut und punktuell nicht festgelegt ist, bis ein bewusster Beobachter es wahrnimmt. Wir leben also in einer Welt aus flexiblem Licht, das von Bewusstsein geformt wird. Determiniert kein Bewusstsein die Lichtteilchen, bestehen nur unzählige undefinierte Möglichkeiten. Unzählige undefinierte Möglichkeiten, ja. Und wir werden nie wissen, wie das aussieht eigentlich, weil wir das ja nicht beobachten können. Weil sobald wir es beobachten, nimmt es ja eine Form an. Ein Hologramm ist bekanntlich ein dreidimensionales Bild, das mit Hilfe von Laserlicht erzeugt wird. Durch eine bestimmte Technik entsteht auf einem zweidimensionalen Trägermedium ein dreidimensional erscheinendes Bild mit täuschend echt wirkenden Tiefen. Solche Hologramme kennst du von Kreditkarten oder auch aus der Kunst. Ein weltberühmtes Beispiel für eine Holoprojektion ist Prinzessin Leia aus dem ersten Star Wars Film. Dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, wie unser Universum eine Projektion eines tieferen und gleichzeitig höherdimensionalen Systems sein kann. Ohne krasse Theorie, Bro. Woher stammt die Projektion? Von Aliens, Bro, wo sonst? Stammt die Projektion? Die spielen uns einen Film vor, die machen Filme auf uns. Aus der Quantentheorie stammt die Information zum Aufbau des holographischen Universums aus subatomaren Ebenen. Doch es tritt ein interessantes Phänomen auf, das der deutsche Physiker Werner Heisenberg studiert hat. Werner, mein Jutster! Nach ihm benannte Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass die genaue Position und die genaue Geschwindigkeit eines subatomaren Teilchens immer schwieriger zu bestimmen ist, sobald eine gewisse Grenze erreicht ist. Ich fühle diese Physiker deswegen auch schon immer hardcore. Ne? Das ist für mich so die Königsstufe der, weiß ich nicht, der Wissenschaft eigentlich so. Physik, Bro. Weil das ist so, die Jungs beschäftigen sich mit so crazy stuff, ne? Also ist für mich auch so mega faszinierend. Deswegen, es müsste eigentlich ein Fach geben, spirituelle Physik, Bro. Irgendwie sowas. So wie Wirtschaftsingenieurwesen, also Spiritualität und Physik in einem Fach so. Dann studierst du Physik, Quantenphysik und diese ganzen Sachen und halb studierst du auch noch spirituelle Lehren und spirituelle Praktiken und so. Digga, das wäre so ein Studiengang. Sowas gibt's auch. Muss es bald geben. Aber, Bro. Sowas hätte ich studiert, Bruder, wenn es sowas geben würde. Dann verhalten sich die Teilchen, die noch kleiner sind als Quanten, so unberechenbar, dass sie nicht mehr zu messen sind. Je genauer Wissenschaftler die Position eines Teilchens messen möchten, desto unsicherer wird die Messung. Selbst das beobachtende Bewusstsein scheint auf diesen Ebenen keine Macht mehr zu besitzen. Auch auf den oberen Ebenen, wo Teilchen noch eine gewisse Beständigkeit zeigen, besteht der Umstand, dass das Verhalten des Teilchens alleine durch die Absicht der Messung beeinflusst wird. Auch hier liegt also keine Determinierung durch irgendein System fest. Die Erscheinungen sind flexibel. Auf subatomarer Ebene wird die Natur also unscharf. Die Informationen zum Aufbau des holographischen Universums stammen aus diesen geheimnisvollen tieferen Ebenen, die gleichzeitig höhere Dimensionen darstellen können. Diese Dimensionen sind nicht unter unseren Füßen oder über unseren Köpfen, sondern sie wirken überall in die Welt der Erscheinungen hinein. Das Holo-Universum wissenschaftlich.
Die Theorie, dass das Universum ein Hologramm ist, geht auf die Ideen von Physikern wie Juan Maldacena, Gerhard Hooft und Leonard Susskind zurück und ist seit den 1990er Jahren Gegenstand ernsthafter wissenschaftlicher Diskussionen. Die Idee basiert auf der sogenannten ADS-CFT-Korrespondenz, die besagt, dass eine bestimmte Art von Raumzeit in der Quantenfeldtheorie mathematisch äquivalent zu einer niedriger dimensionalen Raumzeit ist. Okay, jetzt wird's gerade ein bisschen Spanisch hier, Digga, aber wer glaubt denn von euch, dass das sein kann? Bei dieser holographischen Geschichte, ich meine, es ist eine coole Theorie, es ist eine krasse Theorie, aber irgendwie fühle ich da nichts. Wer von euch glaubt, dass wir in einem holographischen, dass das alles holographisch ist hier? Wer von euch glaubt, dass wir in einem holographischen Universum leben? Eins in den Chat. Was ja dann wahrscheinlich, das ist aber auch nochmal sehr philosophisch, Digga, weißt du? Was man jetzt als Hologramm bezeichnet und was nicht. Ob ihr genau das glaubt, was diese Wissenschaftler da erzählen oder ob ihr da eine andere Theorie habt, so. Weil ich glaube zum Beispiel auch, dass jede Realität anders aussehen kann, je nachdem, was für ein Mensch du bist und wie du programmiert bist und wie bewusst du bist oder nicht, Digga, weißt du? Und das könnte man auch als holograf, nee, das ist nicht holographisch. Also holographisch denkt ihr echt, eins, aber mit Vorbehalt, dass das projiziert wird von irgendjemandem oder was? Von einer höheren Ebene, dass das wirklich ein Hologramm ist, dass das nicht real ist. Nee, Digga, da bin ich raus. Die höherdimensionale Raumzeit ist vollständig in einer niedriger holographischen Oberfläche enthalten. Die Idee besagt also, dass die drei Raumdimensionen und die Zeitdimension, die wir wahrnehmen, tatsächlich aus einem zweidimensionalen Raum stammen, in dem alle Informationen und Eigenschaften des Universums enthalten sind. Im Grunde beschreibt die ADS-CFT-Korrespondenz die mögliche physikalische Verbindung zwischen Raumzeit und Quantenfeldtheorie. Damit kann das holographische Modell vom Universum als eine erste Verbindung von Quantenmechanik und den alten klassischen Disziplinen der Physik gesehen werden, die sich mit den großen und messbaren Erscheinungen des Alls beschäftigen. Die Newtonsche Physik und Einsteins Relativitätstheorie bezeichnen das, was wir allgemein als Realität bezeichnen, sowie die Objekte, Kräfte und Wechselwirkungen im Kosmos. Einstein wollte sein Leben lang eine vereinheitlichte Feldtheorie finden. In dieser Gleichung sollten alle Erscheinungen und Kräfte des Universums zusammengefasst sein. Es gelang ihm aber ein Leben lang nicht. Wollen wir den Aufbau des Kosmos verstehen, müssen wir in die Welt der kleinsten Teilchen und in die Unschärfe des Werner Heisenberg schauen. Die Gesetzmäßigkeiten der fundamentalen Ebenen sind uns bisher aber nicht bekannt. Tatsächlich ergeben aber sehr viele bisher ungelöste mathematische Gleichungen einen Sinn, wenn wir von einer zweidimensionalen Projektionsfläche ausgehen. Trotzdem sind... Bruder, zweidimensionale Projektionsfläche ist halt wild. Theorie vom holographischen Universum sowie die Idee der ADS-CFT-Korrespondenz bisher keine anerkannten Tatsachen, sondern reine Vermutungen, die durch weit... Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Bro. Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Untersuchungen und Beobachtungen erst erforscht werden müssen. Also, was ist nun... Was ist nun real und was nicht? Das ist eine krasse Frage. Real und was nicht? Stell dir die Idee des holographischen Universums wie ein Bild vor, das auf einem 2D-Fernsehbildschirm dargestellt wird, obwohl das Originalbild in 3D ist. Auf welchem Bildschirm denn? Auf welcher 2D-Plattform? Also... Wer soll denn dieses 2D-Ding gebaut haben und uns darauf laufen lassen und wir denken, wir sind in 3D? Also wer? Wir können alles auf dem Bildschirm sehen, obwohl es nicht alle Details des Originalbildes wiedergibt. Übertragen auf deine und meine Realität können wir auch sagen, dass die dreidimensionale Welt, wie du sie wahrnimmst, eine optische Täuschung sein kann. Realistisch betrachtet, weißt du nicht einmal genau, was außerhalb deiner Wahrnehmung eigentlich wirklich real passiert oder vorhanden ist. Jetzt? Ja. Denkst du wahrscheinlich, halt mal, aber ich kann das doch sehen, beschreiben oder auch fühlen. Trotzdem musst du dir klar machen, dass möglicherweise nicht alles von dir gesehen wird, was sich in diesem Moment um dich herum befindet. Ja, da bin ich aber schon wieder dabei. So. Da bin ich schon wieder dabei, dass man nicht alles sieht, was sich um dich herum befindet. Das ist für mich Fact. Ich finde, da werden voll viele Sachen so miteinander vermischt und dann wird eine so eine crazy Sache ausgedrückt wie holographisches Universum so. Also ich bin auch dabei, dass ich sage, dass leerer Raum nicht leerer Raum ist und dass hier zwischen Objekten und so auch Dinge stattfinden. Da sind Energien, da sind Schwingungen, da ist Licht, da ist viel, was wir nicht sehen, anfassen oder hören können, weißt du?
Und ich glaube auch, dass du als Mensch halt deine eigene Realität erschaffst aufgrund von wer du bist, wer du geworden bist mit den Jahren so, weißt du? Und dass wir dadurch halt alles anders sehen. Kommen wir aber zurück zu unserem Bewusstsein, zu unserem Kern, was ich vorhin auch beschrieben habe, so, ne? Sehen wir alle das Gleiche. Und es ist dann kein Hologramm, das ist dann die Realität. Da hinzukommen ist eine Challenge, aber man kann da hinkommen, weißt du? Und ich glaube, dann ist es halt kein Hologramm mehr. Im Endeffekt. Dein Seheindruck besteht nur aus Lichtimpulsen, die von deinen Augen aufgefangen werden und von deinem Gehirn in einen optischen Eindruck übersetzt werden. Schlussendlich ist das, was du siehst, eine Interpretation deines Gehirns. Sicher existiert etwas außerhalb. Ja, das glaube ich auch. Dir und deiner Wahrnehmung. Das ist eine Interpretation von deinem Gehirn, 100%. Irgendwoher stammt ja auch das. Aber was ist, wenn du der Typ, also wenn du dein Bewusstsein wirst, weißt du? Weil du bist ja eigentlich im Kern, bist du ja Bewusstsein und nicht Ego. Du bist ja nicht dein Name, deine Gedanken, dein Körper und diese ganzen Sachen so. Was ist, wenn du dir deiner selbst bewusst wirst, deinem echten Selbst so? Dann siehst du auch die Realität. Weil dann interpretierst du nicht mehr, weißt du? Dann bist du nur noch. Dass deine Augen auffangen. Doch selbst der Umstand, dass du die Tischplatte vor dir spüren oder du gegen eine Straßenlaterne donnern kannst, bedeutet noch lange nicht, dass die Realität da draußen wirklich oder nur so ist, wie du sie wahrnimmst. Das ist crazy. Der Eindruck fester Materie entsteht im Endeffekt nur durch extrem enge oder verdichtete Schwingungen. Gemäß der Quantentheorie löst sich der als fest und definit erscheinende Tisch sobald niemand mehr hinsieht oder er verwandelt sich in eine unscharfe, zweidimensionale Form. Auch der Gedanke mit dem Vergleich eines Videospiels, die Umgebung baut sich nur auf, wenn du hinschaust, flattern die Blätter noch immer am Baum, wenn ich nicht hinschaue. Ja, 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 voll. Voll, das ist crazy. Naja, ich habe mir mit 7, 8 Jahren mal die Frage gestellt, was wäre, wenn wir hier nur in einem Aquarium leben und jemand dieses eingerichtet hat und wir wie die Fische darin glauben, dass das die einzige Welt ist, dass die Realität ist. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube auch, also wie gesagt, ich glaube halt daran, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können, die wir nicht hören können, die wir nicht anfassen können, die aber trotzdem stattfinden. Und das ist ja auch schon, das ist ja auch Teil der Realität, aber die kannst du halt nicht anfassen und fühlen. Da gehe ich ja mit, weißt du, da mache ich mich ja schon auf. Da sage ich ja, es gibt mehr als das, was ich nur sehen, anfassen und irgendwie was Materielles so. Weißt du, es gibt auf jeden Fall mehr als das. Aber ich bin halt, ich fühle nicht, dass wir irgendwie nur ein Aquarium sind oder eine 2D-Projektion von irgendwelchen Leuten, die ein Hologramm aus uns gemacht haben oder so. Weißt du, was ich meine? So, weiß ich nicht. Das ist für mich ein bisschen zu weit hergeholt, aber vielleicht habe ich da auch keinen Zugang zu oder verstehe das nicht genau, wie die das meinen. Weil vieles von dem Gesagten, was der da erzählt, fühle ich ja auch, weißt du, aber bei ein paar Begriffen oder ein paar Aussagen denke ich mir immer so, das ist mir ein bisschen zu wild irgendwie. Ich meine, ich bin ja auch dabei zum Beispiel, wenn du jetzt, wie wir gesagt haben, mit diesem, was du gesagt hast gerade mit diesem Videospiel, ne, dass die Realität vielleicht ganz anders aussieht, wenn keiner hinguckt, wenn keiner beobachtet, wenn keiner wahrnimmt, so, weißt du? Wie bei einem Computerspiel wird ja auch immer nur die Map geladen, wo du gerade hinschaust. Hört sich crazy an, aber I don't know. Das würde bedeuten, dass das Hologramm unglaublich flexibel ist und ein geschultes Bewusstsein dazu in der Lage sein müsste, Materie nur über den Geist zu formen. Trotzdem kann ein geschultes Bewusstsein in der Lage sein müsste, Materie nur über den Geist zu formen. So wie bei Dings, ne? Bei Matrix mit dem Löffel. Dann biegt sich der Löffel. Ich kann das. Fällt mir gerade ein. Aber nur eigene Materie. Wer weiß, was ich gerade meine, Digga. Ich kann mit meinem Geist auf jeden Fall Materie bewegen. Zwischen den Beinen, Bruder, du weißt ja ganz genau, wie das läuft, Bro. Aushärten. So. Skü. Nicht geleugnet werden, dass es diese Welt und diese Realität gibt. Illusion meint in diesem Fall nur, dass die Natur dieser Welt nicht ganz so ist, wie sich die klassische Naturwissenschaft das lange vorgestellt hat. Und Okay, das ist gar nicht so Illusion, was wir denken. Ganz so ist, wie sich
Illusion meint in diesem Fall nur, dass die Natur dieser Welt nicht ganz so ist wie... Also ich glaube auch, dass die meisten Leute in Illusionen leben. ...die klassische Naturwissenschaft das lange vorgestellt hat. Und es wäre möglich, dass wir durch unsere Entscheidungen durch eine unglaublich flexible holographische Welt reisen. Als Menschen könnten wir dann mehr Möglichkeiten und Macht haben als uns bisher. Schau dir mal das Video von Grandmaster Wolf an. Grandmaster Wolf, oder was? Und das kannst du auch, oder was, Sonja? Oh Jay, mein Jutzer, was geht ab, Bro? Ich küsse deine Zirbeldrüse. Also guck mal jetzt, er sagt jetzt hier, dass er mit dem Chi dieses Ding da bewegt und so. Keine Ahnung, Bro, weiß ich nicht. Also Videos sind halt auch leicht fälschbar, ne? Muss man ganz klar so sagen, wie es ist, gerade heutzutage. Was ich glaube, ist, dass man definitiv Energien in seinem Körper steuern und lenken kann, so, ne? Das hat man ja auch beobachtet schon bei Mönchen und so, die ihr Chi oder ihre Energie gesammelt haben an Punkten in ihrem eigenen Körper und dadurch geschafft haben, dass zum Beispiel der Kopf wärmer wird, die Hände wärmer werden und dass die zum Beispiel auch eine Metallstange auf den Kopf zerschlagen können und so. Diese Energieverschiebung im Körper und dass man sich konzentrieren kann auf gewisse Energie, da bin ich überzeugt von. Aber das nach außen zu übertragen, ist halt dann auch nochmal eine andere Nummer wieder so, ne? Yo, wer glaubt, dass das Idio-Wächt ist? Wer glaubt, dass das Idio-Wächt ist? Eins in den Chat. Fake. Safe. Heftiger Typ, Digga. Und wenn es echt ist, da tut's mir leid, Bro. Da bin ich vielleicht noch nicht da, mein Jutster. Aber I don't know. I don't know, was hat YouTube gesagt? Bewusst ist. Das Bewusstsein entscheidet. Wir können also festhalten, dass unser Bewusstsein sowie unsere Sinnesleistungen gemäß der Quantentheorie entscheidend zur Aufrechterhaltung und zur Bewegung des Hologramms beitragen. Vermutlich basteln wir alle gemeinsam irgendwie an einem großen Hologramm, denn es ist ja kein Zweifel, dass auch dein Nachbar den Kirschbaum in deinem Garten oder dein Fahrrad vor dem Haus wahrnehmen kann. Nun stellt sich natürlich auch noch die spannende Frage, welche Lebewesen nun Bewusstsein besitzen und somit Co-Erschaffer der Abläufe in einem holographischen Universum sind. Und was passiert, wenn keine Beobachter oder Lebewesen mehr da sind? Welche Lebewesen über Bewusstsein verfügen, ist ein komplexes Thema, das die Welt der Wissenschaft spaltet. Bisher gibt es noch nicht einmal eine einheitliche Definition von Bewusstsein. Wollte ich gerade sagen, es hat die Definitionssache auch, was Bewusstsein bedeutet, ne? Was sagst du, Leon? Also wie ein bisschen so wie Deus. Ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, also ich will es nicht ausschließen. Also ich will nicht grundsätzlich Dinge ausschließen irgendwie, weißt du? Vor allen Dingen, ich bin da nicht richtig überzeugt von, dass das nicht eventuell möglich sein könnte. So. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das Video eben, was wir geguckt haben, dass das nicht echt war.
Aber ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht einen Menschen gibt auf der Welt oder zwei oder eine Handvoll Menschen, die eventuell so weit sind, dass die sowas machen können. Ich will es nicht ausschließen, Bro. Vielleicht finde ich irgendwann jemanden, weißt du, und dann so. Ich will es nicht ausschließen, einfach. Ich will nur nicht zumachen. Ich lasse offen. So, ich lasse offen den Peter. Ja. Aber im Allgemeinen wird darin die Fähigkeit gesehen, Erfahrungen zu haben und sich selbst als existierend wahrzunehmen. Viele. Also sich selbst als existierend wahrzunehmen. Bewusstsein ist für mich halt irgendwie was anderes, habe ich das Gefühl. Für mich ist Bewusstsein einfach bewusstes Sein. Und wenn du das so definierst, dann sind Tiere am bewusstesten von allen. Weißt du? Dazu müssen sie sich nicht selbst wahrnehmen. Und die Menschen, dass die sich selbst wahrnehmen, die nehmen auch nur das Fake-Selbst von sich selbst wahr und nicht ihr wahres, wirkliches Selbst. Um das wirkliche Selbst wahrzunehmen, musst du eigentlich deine Gedanken ausschalten und alle anderen Mechanismen, so, weißt du? Dann kommst du zurück zu wahrem Bewusstsein. Deswegen, für mich haben Tiere auch Bewusstsein und die sind auch viel bewusster als Menschen. So. Ja. Aber das ist Definitionssache und Philosophie so ein bisschen. Forscher sind der Ansicht, dass Bewusstsein auf bestimmte höhere Lebewesen wie Säugetiere, Vögel und vielleicht auch einige Fische und wirbellose Arten beschränkt ist, die auf jeden Fall über komplexere Gehirne verfügen. Andere Betrachtungsweisen gehen davon aus, dass im Grunde das ganze All von Bewusstsein oder auch einer anderen Art von Intelligenz durchwoben sein muss. Dieses Bewusstsein könnte, angelehnt an die Hologrammtheorie, dafür sorgen, dass die Lichtprojektion entsteht und dass sie am Leben gehalten wird, egal ob Menschen oder Tiere da sind. Es gibt einen interessanten Fakt, der dafür spricht, denn wir wissen, dass das All lange vor der Existenz der menschlichen Beobachter vorhanden war. Als der Urknall passierte, war kein organisches Lebewesen vor Ort, das hätte messen und das Ereignis dadurch determiniert. Es gibt keine Kraft, die ein Mensch, der wirklich erwacht ist, nicht hat. Also du sagst, Menschen können auch fliegen, oder was, Alan? Auf süß? Können. An dieser Stelle sei nochmal daran erinnert, dass die Quantentheorie besagt. Hummeln fliegen nicht, die schwingen mit Frequenzen. Wild. Krasse Aussage. Ist so. Die könnten eigentlich gar nicht fliegen, ne? Laut Physik. Mit Gewicht und dies, das, bla bla bla. Nicht in dieser Dichte. Jungs, in welcher Dichte dann? Auf dem Mond oder was? Dass es ohne Beobachter nur undefinierte Möglichkeiten gibt. Bevor die Schöpfung vor rund 13,8 Milliarden Jahren losging, soll das Potenzial des Alls in einer Singularität vorhanden gewesen sein, die genau diesem Zustand der undefinierten Möglichkeiten entsprach. Dann gab Astralebene, Leon. Ja, okay, Astralreisen ist ja wieder was anderes, Bro. Physisch fliegen, jetzt so, ich stehe auf und flieg hier runter. Kurz zum Kiosk und komm wieder rein in den Stream. Alan, ist sowas möglich, wenn ich wirklich erwacht bin? Aus dem Fenster springen, fliegen kurz zum Kiosk und zurück. Möglich oder nicht? Hier in der Ebene, in dieser Realität. Nicht irgendwo anders, in irgendeiner anderen Ebene. Ja, runter kommst du. Runter komme ich auf jeden Fall, Digga. Naja, es ist möglich, aber du gerade nicht absolut daran glaubst, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Nein, jetzt gehen wir davon aus, ich bin erwacht. Und ich glaube alles. Kann ich dann einfach runterspringen und fliegen? Zum Kiosk und wieder zurück. Das ist krass. Einen Knall und der Kosmos war geboren. Nun muss nach der Idee der Quantenmechanik eine Messung und damit ein Beobachter das Event des Urknalls und damit die Ausformung der Schöpfung bewirkt haben. In vielen spirituellen Traditionen oder Geheimlehren des Altertums ist die Bewusstheit des gesamten Kosmos eine Grundannahme. Damit. Wenn du erwacht bist, brauchst du niemandem mehr was zu beweisen. Also, aber kann ich dann fliegen? Fliegen jetzt in mir, ne? Das ist doch die Frage. Ich will doch niemandem was beweisen. Ich will nur wissen, ob das möglich ist. Es wäre die Welt, wie wir sie kennen, auch ohne das Vorhandensein eines menschlichen Beobachters vorhanden. Man könnte dieses Bewusstsein vielleicht auch etwas unwissenschaftlich als das Auge Gottes bezeichnen. Ist eine Nova wirklich eine Sternengeburt? Okay, Digga, ich glaube, das reicht mit dem Video. Den Ursprung des Begriffs Nova kennt ihr sicher alle. Nova kommt aus dem Lateinischen und bedeutet neu. Tycho Brahe, der Okay, ich küsse euer Herz, das war's gewesen mit dem Video.
War auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich fand es geil. Der hat ein paar richtig coole Themen angesprochen. Und ihr könnt mir gerne eure Gedanken zu den Themen in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Nein, du kannst nicht fliegen. Ein erwachter Mensch ist einfach nur ein geheilter Mensch. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, manche Sachen sind in dieser Realität, also auf dieser Ebene, wo wir gerade leben, halt nicht möglich so. Es gibt Naturgesetze, weißt du? Und deswegen, die sind auch aus einem Grund da, glaube ich auf jeden Fall. Es gibt Dinge, wo wir darüber hinausgehen können, hundertprozentig. Ich glaube, dass zum Beispiel, wie Deus angesprochen hat mit diesem Geheimnis der Heilung zum Beispiel, da hast du gesehen, wie krass unser Geist ist, ne? Was wir mit unserem Geist alles bewirken können, wie wir uns damit selbst heilen können, wie wir Materie beeinflussen können und diese ganzen Sachen, das ist crazy. Und ich glaube auch, dass wir viel mehr können, als wir denken. Viel, viel mehr, als wir denken. So. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier in dieser dualen Welt Grenzen haben. Auf einer anderen Ebene vielleicht nicht, aber hier in dieser dualen Welt gibt es gewisse Grenzen. Aber es spielt doch keine Rolle. Also, ich weiß nicht, was es bringt zu behaupten, man könnte fliegen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der fliegt. Es wird wahrscheinlich auch keinen geben, den jemals irgendeiner sieht, der fliegt. So. Ist doch vollkommen egal. Weißt du, was ich meine eigentlich? Im Endeffekt so. Ja, wir können alles, was wir denken und mehr. Der Lord hat in dieser Welt keine Grenzen, wie auch in der danach. Es gibt Saint. Doch, ich glaube, es gibt Grenzen. Gerade hier in dieser Welt. Und danach, ich glaube, es gibt eine Ebene, wo es keine Grenzen gibt. Aber hier gibt es Grenzen. Und zwar nicht insofern, dass du nicht alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest. So, aber du kannst nicht alles machen. Du kannst nicht einfach hochspringen und auf dem Mond landen. Und das kannst du auch nicht, da kannst du so erwacht sein, wie du willst. Du kannst vielleicht in eine Meditation reingehen und dich dann bewusstseinstechnisch dahin verfrachten und da am Start sein und da fühlen und so. Das kannst du alles machen. Oder astral und diese ganzen Sachen, das kannst du alles machen. So. Aber du wirst das nicht so physisch machen können. Weißt du? Und das hat auch einen Grund, glaube ich, warum unsere Seele hier auf der Erde in einem physischen Körper ist, auch mit Grenzen. Weißt du? Und da geht's halt in eine Richtung rein, da habe ich mich auch schon mit vielen Leuten drüber unterhalten, auch die so ähnlich sind wie Alan, der jetzt reinschreibt, doch, das ist möglich und so. Da habe ich mich mit vielen Menschen schon drüber unterhalten und da geht's halt in eine Richtung rein, wo ich mir denke, so, okay, wenn du davon überzeugt bist, ist es cool, dann brauche ich denen das auch nicht ausreden oder so, weißt du, dann denke ich mir, okay, das ist seine Überzeugung, das, daran glaubt er, das ist amazing und so. Ich hatte auch einen Kumpel, der gesagt hat, ich erziehe mein Kind so frei, dass es irgendwann fliegen kann. Tamam, ja, mach. Weißt du, was ich meine? Mach. Alles gut. Fliegen it in, man, Alter. Arne, ich küsse deine Zirbeldrüse. Danke für deine 3 Euro. Liebe geht raus an dich, Arne. Love. Und los. Wie frei erziehen. Ja, ohne Limitation halt. Ohne Grenzen. Weißt du? Und ich werde auch so jemand sein, der sein Kind so frei erzieht. Meine Mutter hat mich auch so erzogen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann alles erreichen und alles machen und so. Aber da ging es mehr darum, dass ich mein Leben verwirklichen kann, dass ich die Dinge, die ich träume, auch wahr machen kann, so, weißt du? Da ging es nicht darum, dass ich 10 Kilometer weit springen kann oder fliegen kann oder so ein Scheiß, weißt du? Einfach mindset-technisch frei sein. Das ist ja wichtig. Aber diese ganz crazy Geschichten, du kannst irgendwann mit deiner Hand, so wie der eine Typ da jetzt gerade irgendwelche Sachen bewegen oder irgendwie aus dem Fenster springen und fliegen und so. I don't know.